Jetzt geht's ums Lügen. Frauen glaubt man eher als Männern. Kein Wunder, Männer müffeln und sind P***s. Aber ein süß lächelndes Mädchen, dem traut man eine Lüge einfach nicht zu. Und zwar weder was ihre Kleidergröße noch die vielen menschlichen Innereien in ihrer Kühltruhe angeht. Lügen kann ich gar nicht. War gelogen, bin ich spitze drin. Ich lüge nicht, nein, und das hier ist meine natürliche Haarfarbe. Ich schnall das nicht. Wer zu viel lügt, verstrickt sich doch ganz schnell. Wir lügen über unser Alter, das Gewicht. Ich lüge über meine Herkunft. Wenn man mich fragt, sage ich Eskimo. Dann heißt es, hey, mein erster Eskimo. Ich sag oft, dass ich spätestens in 5 Minuten irgendwo bin. Dabei habe ich auf dem Klo gerade erst einen abgeseilt und muss mich noch schminken. Das kann dauern. Ich habe mal mit einem Kerl geflirtet. Auf einmal langt der mir eine und zieht mit einem Jazzercise-Move ab. Solche Lügen erzähle ich gern. Keine Ahnung wieso, ist eine völlig sinnfreie Geschichte. Wem bringt das was? Mir, weil ich das Wort Jazzercise so toll finde. Beim Lügen immer ein ernstes Gesicht machen. Kurz und knapp. Bloß nicht so viele Details. Sonst kommt man euch ganz schnell auf die Schliche. Wenn ihr sagt, ihr wart den ganzen Tag zu Hause, dann müsst ihr auch aufzählen können, was ihr da so gemacht habt. Die Geschichte immer mit wahren Details ausschmücken. Die Wahrheit könnt ihr euch nämlich besser merken. Eine Lügnerin erkennt man daran, dass die Stimme hochgeht. Gefällt dir mein neuer Freund? Ich merke nie, wenn ein Mädchen lügt. Will ich auch gar nicht. Soll sie doch. Was für ein Riesenschwanz. Danke. Ein guter Hinweis sind nervöse Ticks. Weiße verändern die Hautfarbe. Ich sag nur rote Wangen. Aufgepasst, wenn eine schwitzt und stottert, dann lügt die Bitch nämlich. Eine Notlüge ist dann angebracht, wenn man jemanden nicht verletzen will. Wir sagen uns untereinander gern genau das, was wir hören wollen. Fragt eine Bekannte, sehe ich dick darin aus, sagt man natürlich nein. Aber eine echte Freundin sollte schon erfahren, dass diese Jeans jetzt nicht gerade schmeichelhaft ist. Wenn deine beste Freundin nicht gut aussieht, dann sag sie ihr auch. Lass sie auf keinen Fall so aus dem Haus. Hey, so kannst du echt nicht gehen. Weiß ist nicht deine Farbe. Und aus deiner Orangenhaut kann man Saft pressen. Dann ist sie vielleicht zwar kurz sauer, aber langfristig wird sie dir dankbar sein. Mädchen sind so gruppenorientiert, dass sie auch in der Gruppe lügen. Wenn andere deine Lüge bezeugen, dann ist sie viel glaubwürdiger. Die Gruppenlüge ist eine echte Mädchentechnik, die sonst niemand so perfekt beherrscht. Wenn ein Junge dabei ist, kann das aber auch nach hinten losgehen. Die können sich echt nichts merken. Sag Caitlin bloß nicht, dass wir alle bei einer Freundin waren. Aber dein Freund wusste nicht, dass du nicht bei mir warst. Dein Freund ist so süß. Tommy schläft mit Sasquatch, das, das und das. Sag nicht, dass ich hier war. Sag meinem Freund, dass ich dich angerufen habe. Dein Dad trägt ein Affenkostüm. Halt, was erzählen wir nun, wenn er nach Jessica fragt? Manchmal ist Lügen auch Tabu. Vorstrafen und Geschlechtskrankheiten. Ich will nicht angelogen werden, wenn ich schlecht im Bett bin. Redet Klartext, dann kann ich dran arbeiten. Und nicht sagen, dass man jemanden liebt, wenn es nicht so ist. Niemals Freunde anlügen. Aber wenn eure Freundinnen lügen, müsst ihr mitziehen. Und zwar bis zum bitteren Ende.